So, vielen Dank an das Ensemble, an das Team von Asylmonologe. Vielen Dank an meinen Kollegen Christian auch für die Organisation dieses Auftrittes. Wir nähern uns jetzt dem Ende zu. Jetzt kommt ein Panel, ein Diskussionspodium mit dem Titel, was auch der Kongress an sich trägt: Wie schaffen wir Integration? In den vielen bisherigen Diskussionspodien, Workshops wurde ja immer wieder darüber diskutiert, welche Möglichkeiten, welche Wege der Teilhabe, der Partizipation gibt es auf den verschiedenen Politikfeldern. Hier wird es nochmal ein bisschen mit mehr Empirie, ein bisschen mehr Daten auch gearbeitet, auch Szenarien für die Zukunft entworfen. Ich will nicht viel Zeit verlieren, damit wir auch pünktlich zu Ende kommen. Ich möchte an dieser Stelle mich zuerst mal bei der Moderatorin Breschkay Ferhat bedanken und ich übergebe auch an Sie. Breschkay Ferhat ist die Koordinatorin von Neue Deutsche Organisationen. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Vertretungsinteressen migrantischer Gruppen in unterschiedlichen Bereichen von Neue Deutsche Medienmacher, Deutsch Plus, sind mehrere Organisationen darunter organisiert. Dazu kann Breschkay auch was sagen. Breschkay Ferhat hat in verschiedenen Funktionen politisch gearbeitet, kennt auch die Arbeit aus der politisch offiziellen Seite auch, wie Partizipation funktionieren kann oder auch wo wir mit Barrieren zu tun haben, wo es auch besser werden kann. Und an dieser Stelle übergebe ich das Podium an Breschkay Ferhat. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Mekonnen. Das war ja jetzt eine sehr freundliche Einführung. Danke erstmal dafür. Und es passiert auch selten, dass einem schon vorher gedankt wird. Also insofern danke ich jetzt auch nochmal und hoffe, dass dann diese Vorschusslorbeeren wir uns alle dann gleich auch auf dem Panel dann auch gemeinsam verdienen werden. Ich mache es jetzt auch ganz kurz. Mekonnen hat ja freundlicherweise schon einmal gesagt, worum es jetzt auch gleich gehen wird. Wir sind jetzt praktisch im Abschluss. Sie alle haben in den letzten 2 Tagen hart gearbeitet, vieles erfahren und was wir jetzt ein bisschen machen wollen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zu gucken, wie schaffen wir es denn tatsächlich ein bisschen unter dem Schwerpunkt vom Reden zum Handeln dann auch. Und ich freue mich sehr, dass wir nochmal 2 kurze Impulse auch bekommen, wo ein bisschen nochmal das, was wir jetzt auch besprochen haben, zukunftsweisend dargelegt wird, um dann auch eine Basis für unsere Gesprächsrunde gleich zu haben. Und ich freue mich, dass Felicitas Janssen bei uns ist. Frau Janssen ist Leiterin der Unternehmenskommunikation der Prognos AG, die in den unterschiedlichen Politikfeldern arbeiten. Und Frau Janssen wird uns jetzt einfach mal vorstellen, so ein Exzerpt aus einer Form von, ich sage mal in Anführungsstrichen, Studie Deutschland 2040. Und wenn ich Frau Janssen, ach, da ist sie schon, oh, bitte, Entschuldigung, genau. Frau Janssen ist schon da und es ist jetzt Ihre Bühne. Danke. Alles klar. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und dass auch trotz des guten Wetters und Fußball und so weiter noch viele Zuhörer da sind. Danke auch an das Team der Asyldialoge, das wir eben gesehen haben. Ich durfte die Asylmonologe sehen und fand das ein ganz beeindruckendes und tolles Projekt. Also wenn Sie Gelegenheit haben, sich das anzuschauen, dann empfehle ich das sehr. Ja, es fällt ja fast schwer, dann jetzt hier anzuschließen, zumal mit der trockenen Kost, mit den Zahlenwerken, die ich mitgebracht habe, der Wirtschaftsforscher. Ich will auch ein bisschen ungewöhnlich vielleicht in den Vortrag einsteigen mit den Reaktionen, die wir so auf unsere Arbeit bekommen. Ich lese einfach mal 2 oder 3 von diesen Briefen vor, die uns erreichen oder Internetkommentaren, die uns erreichen. Zum Beispiel Vitali D. aus Köln schreibt: Deutschland kann die Integration dieser vielen Muslime nicht stemmen. Unser System ist schon jetzt mit den Schulanfängern überfordert. Die Flüchtlinge kommen noch nicht zum Arbeiten hierher. Oder sehen Sie andere Nachrichten als ich? Wolfgang M. schreibt: Auf welchem Planeten wohnt ihr Idioten? Die Ausländer wollen sich nicht anpassen. Die sitzen in ihren eigenen Stadtteilen, kochen ihr Essen, liegen dem Staat auf der Tasche.
Davon brauchen wir sicherlich nicht mehr, sondern weniger. Je mehr zurückgehen, je besser für Staat und für uns alle. Sabine D. schreibt, die Sprache ist nicht das Hauptproblem. Mehr Zuwanderung kann nur unter der Prämisse erfolgreich sein, wenn sich die zuwandernde Kultur in unsere Kultur ohne Probleme integrieren lässt und auch dazu bereit ist, unsere Lebens- und Rechtsform anzunehmen. Muslimische Zuwanderer sind mehrheitlich dazu nicht bereit, denn sie möchten ihre eigene Kultur hier etablieren. Das praktizieren sie bereits zum Nachteil aller in parallelgesellschaftlichen Ballungsräumen. Das sind so ganz typische Beispiele, würde ich sagen. Da sind natürlich immer auch noch welche mit ganz anderer Sprache dabei, die ich bewusst nicht mitgebracht habe. Wie kommt es dazu, dass wir solche Zuschriften erhalten? Wir arbeiten bei Prognos schon seit mehreren Jahrzehnten zu den Themen, unter anderem Demografie, Fachkräftemangel, Arbeitsmarkt. Wir machen Wirtschaftsprognosen, unter anderem zum Wachstum, zur Beschäftigung. Wir kümmern uns um Bildung und Qualifizierung, stellen Konzepte vor, werten Konzepte aus und arbeiten zum Thema Teilhabe und Integration. Wir sagen dabei immer wieder, ganz zentral und auch schon seit langer Zeit, dass wir auch mehr Arbeitsmigration brauchen, das heißt Fachkräfteanwerbung, und stellen immer wieder den Nutzen für die Wirtschaft und für die Politik dar, die das hat. An der Stelle möchte ich nochmal analytisch auch genau trennen zwischen der humanitären Zuwanderung, Zuwanderung aus humanitären Gründen, wo wir den Standpunkt vertreten, dass die völlig unabhängig von Kosten-Nutzen-Analysen erstmal per se richtig ist und dass es da keine Debatte darüber geben darf, über die Richtigkeit der Zuwanderung eben an der Kosten-Nutzen-Frage, ja. Das haben wir auch, also dieses Statement oder diese beiden Statements haben wir unter anderem auch in unserem Trendletter vertreten. Das ist eben die Publikation, auf die es diese Reaktionen gab, die ich eben vorgelesen habe, wie auch auf alle anderen Zuwanderungsstudien, die wir machen. Das ist ein Magazin, was wir produzieren und was eben in der letzten Ausgabe sich um Teilhabe und Zuwanderung drehte. Wir haben in der Redaktion des Trendletters uns überlegt, neben den bildungspolitischen, familienpolitischen Fragestellen, die dort behandelt werden, was wäre denn eigentlich, und da haben wir unsere Volkswirte bei Prognos gefragt, wenn es dabei bliebe, bei dem Zustand, der, sagen wir mal, vor 2015 da war. Was würde passieren, wenn Deutschland die Integrations- und Migrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte einfach fortführte. Denn offensichtlich, das haben wir ja, erleben wir ständig, gibt es Kräfte, die das so befürworten und so gerne hätten. Wir haben eine Simulationsrechnung daraufhin angefertigt und ich stelle zwei Szenarien aus dieser Simulationsrechnung jetzt mal vor. Das erste würde ich beschreiben als das Szenario kein Einwanderungsland. Da haben wir angenommen, dass wir relativ wenig Zuwanderung pro Jahr haben, netto im Durchschnitt bis 2040, nämlich 100.000 Personen pro Jahr und haben dann unterstellt, dass diese Zuwanderer weniger Teilhabe haben an der Gesellschaft, am Arbeitsmarkt und haben da denen sozusagen die statistischen Eigenschaften gegeben der aktuell in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund. Also statistisch gesehen ein höheres Risiko von Erwerbslosigkeit beispielsweise und eine statistisch gesehen auch seltener Bildungsabschluss. Szenario 2, was ich mal als echtes Einwanderungsland bezeichnen würde, mehr Zuwanderung, nämlich 500.000 Personen pro Jahr bis ins Jahr 2040 im Schnitt. Und wir haben uns vorgestellt, was wäre, wenn die Teilhabemöglichkeiten dieser Menschen der Menschen ohne Migrationshintergrund in Deutschland entsprechen. Das heißt, die Menschen hätten statistisch gesehen die gleichen Job- und Bildungschancen. Wir haben uns dann zunächst angeschaut, was passiert demografisch auf dem Arbeitsmarkt, das heißt, wie viele Personen stehen potenziell zur Verfügung, eben dem Arbeitsmarkt der Wirtschaft als Arbeitskräfte. Das ist die Entwicklung der Erwerbspersonen. Das rote, also die schwarze Linie 2013,
beschreibt eben das Niveau von 2013 und ist sozusagen der Startpunkt. Und wir sehen in dem Szenario rot, echtes Einwanderungsland, dass das Erwerbspersonenpotenzial annähernd gehalten werden kann. Das sind minus 600.000 Personen. Die blaue Linie beschreibt das Szenario kein Einwanderungsland, wie ich es jetzt mal eben genannt habe. Das heißt, weniger Zuwanderung, nur 100.000 Personen und weniger Teilhabe durchschnittlich dieser Personen. Da sehen wir ein Minus von 8,4 Millionen Personen im Vergleich zu dem zu der Nulllinie sozusagen 2013. Interessant ist natürlich auch, sich anzuschauen, wie viele dieser Personen oder wie sich die Fachkräfte entwickeln. Wir haben die Entwicklung der Personen mit berufsqualifizierendem Abschluss deswegen nochmal angeschaut. 2013 ist wieder unsere Nulllinie, das Niveau, von dem wir starten. Und wir sehen dann in dem roten Szenario, Szenario Einwanderungsland, dass wir etwa 3 Millionen Fachkräfte im Vergleich zu 2013 gewinnen würden. Bei dem Szenario weniger Zuwanderung mit schlechter Teilhabe haben wir minus 7 Millionen Fachkräfte im Vergleich zu 2013 und somit einen Unterschied von 10 Millionen. Das Ganze ist dazu da, die Spannbreite aufzuzeigen des Hebels, der dahinter steckt. Nicht so sehr zu sagen, dass es realistisch ist, dass jeder, der jetzt herkommt, sozusagen individuell betrachtet, wirklich die gleichen Chancen hat von heute auf morgen. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein drittes gedachtes Szenario, viel Zuwanderung mit wenig Teilhabe, dann kommt man schnell zu dem Schluss, dass die Anzahl der Geringqualifizierten, also derjenigen, die im Vergleich zu diesen Personen mit berufsqualifizierendem Abschluss relativ gesehen schlechter auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren sind, schlechtere Bildungs- und Jobaussichten haben, dass dieser Anteil sehr steigt und dass das auch für den Sozialstaat eine relevante Größe darstellt, über die wir, glaube ich, von Herrn Bonin gleich noch ein bisschen mehr hören werden, an den fiskalischen Aspekte der Sache. Ich möchte schließen mit den Schlussfolgerungen, die wir aus diesen und anderen noch komplexeren, weiter ausgearbeiteten Studien ziehen. Wir denken bei Prognos, dass es wichtig ist, die Fehler der Integrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte nicht zu wiederholen, dass spätestens die gleiche Generation gleiche Job- und Bildungschancen erhalten muss wie die übrige Bevölkerung, dass wir davon ausgehen müssen, wo immer der Aufenthaltstitel es zulässt, dass da von einem dauerhaften Verbleib ausgegangen werden muss. Und wir denken, dass daran auf allen Ebenen konsequenter und langfristiger gearbeitet werden muss. Also neben der Aufnahme von Flüchtlingen, Geflüchteten im letzten Jahr vor allem, war das ja medial ein großes Thema, dass gleichzeitig auch die langfristigen Konzepte und die Strategien entwickelt werden müssen. Beides ist wichtig. Und dass eben für auch verschiedene Ressorts, beispielsweise eben in Verwaltung, Schule, Wohnungsmarkt, das wirklich angewandt wird und auch in den Ebenen und in der Fläche ankommt. Dazu denken wir, wäre es gut, wenn man die Kompetenzen, die politischen, bündeln würde, statt den Flickenteppich der Zuständigkeiten weiterzuführen. Es sind, glaube ich, im Moment über ein Dutzend Behörden mit Teilaufgaben von Migration, Integrationsaufgaben beschäftigt. Und wir denken, wenn wir das ernst meinen mit dem Einwanderungsland, dann muss sich auch da was ändern. Zuletzt sind natürlich wichtig Investitionen in Bildungs- und Arbeitsmarkt, in Bildung und Arbeitsmarkt, übrigens für Zugewanderte und Nicht-Zugewanderte selbstverständlich. Das wichtigste Integrationsziel muss sein der qualifizierte Arbeitsmarkt. Zumal auch die Erfahrung zeigt, die historische und auch der internationale Vergleich, dass dort, wo die Menschen gute Perspektiven haben, auf dem Arbeitsmarkt anzukommen, eine hohe Bereitschaft besteht, sich zu qualifizieren, also beispielsweise die Sprache zu lernen, zur Schule zu gehen. Das Ganze hat dann auch eine hohe Bedeutung für das kulturelle Miteinander. Und das heißt, um nochmal auf die Zuschriften vom Beginn zurückzukommen, dass so auch die Chance besteht, diese wahrgenommene Fremdheit ein Stück weit zu überbrücken und dass Integration dann nicht mehr wahrgenommen wird unbedingt als Anpassung. Man fragt sich auch immer, in welchen Ebenen denn eigentlich, sondern dass es darum geht,
die Integration zu verstehen eher als Teilhabe am gesellschaftlichen Wandel, der ja ohnehin dauerhaft passiert und ein fortschreitender Prozess ist. Dann wäre es auch möglich, die Erfolge, die es ja durchaus gibt, in der Geschichte der Zuwanderung in Deutschland noch stärker wahrzunehmen und diese Erfolgsgeschichte auch weiter zu tragen und weiter zu erzählen. Denn unterm Strich ist Deutschland ja auch aus den schon in der Vergangenheit, trotz der vielen Verbesserungen, die es noch geben kann, als Gewinner der Zuwanderung zu bezeichnen. Ja, damit möchte ich auch schließen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an Herrn Bonin. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Jansen. Und Sie haben es ja eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen, aber auch dann Ehre, wem Ehre gebührt. Dann freuen wir uns natürlich auch sehr, dass Herr Professor Dr. Holger Bonin heute auch hier ist. Er ist vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung und ist aber auch ein Autor der Studie Gewinne der Integration der Heinrich-Böll-Stiftung. Lieber Herr Bonin, das Mikro ist dann in diesem Fall auch Ihres. Und ich glaube, Sie müssen es jetzt noch nicht mehr halten, sehen Sie? Funktioniert das? Genau. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte Ihnen als kleinen Impuls eine Studie vorstellen, die wir für die Böll-Stiftung gemacht haben und die sich auch mit Migration beschäftigt, mit humanitärer Zuwanderung. Und die interessanterweise die Reaktionen, von denen wir eben gehört haben, nicht hervorgerufen hat. Sie werden vielleicht verstehen, wenn ich etwas weiter bin, warum das so ist. Das heißt nicht, dass ich nicht schon Studien gemacht habe, die genau diese Reaktionen hervorgerufen haben. Auch das ist ganz interessant. Ich möchte vorweg schicken, ich bin Volkswirt, ich mache jetzt hier eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Das ist gerade im Kontext der humanitären Aufnahme von geflüchteten Menschen natürlich etwas, was man eigentlich nicht tun sollte, weil wir das eben nicht aus ökonomischen Motiven heraus tun, sondern aus humanitären Gründen heraus. Deshalb darf das auch was kosten, die Gesellschaft? Das ist genau eben der Wert, dass wir eben humanitär handeln, das hat einen Preis. Ja, wenn am Ende rauskommt, das kostet etwas, das ist ganz anders zu bewerten, als wenn wir darüber reden, ob wir uns für die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt hinein öffnen, wo wir über gesteuerte Zuwanderung aus wirklich ökonomischen Motiven heraus, und so nennen wir das dann ja auch, sprechen. Und Gesellschaften müssen sich über diesen Preis sicherlich verständigen. Das ist Teil des Diskussionsprozesses und man muss nur in die verschiedenen Länder Europas schauen. Da sehen wir, dass der Preis, der da zu bezahlen bereit ist, offenbar ein sehr unterschiedlicher ist. Deutschland hat sich entschieden im letzten Jahr, tatsächlich diesen Preis bezahlen zu wollen. Dass wir trotzdem diese Rechnung machen können, ist dann sozusagen der zweite Schritt. Die Menschen sind jetzt da. Und dann kann man schon die Frage stellen, wenn es denn Kosten hat, was muss ich denn tun, um diese Kosten möglichst gering für die Gesellschaft zu handeln? Das ist etwas, was jetzt nicht mal einfach rein ökonomistisch gedacht hat, sondern dass also die Kosten, die wir da auf einer gesellschaftlichen Ebene sehen, natürlich auch möglicherweise den Menschen, die da integriert werden, auch zugutekommen. Denn die wirtschaftlichen Vorteile ergeben sich daraus, dass es den Menschen selber besser geht, dass sie zum Beispiel Arbeit finden, dass sie ein Einkommen finden. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird auch die Gesellschaft daraus nichts ziehen. Also der Konflikt zwischen gesellschaftlichen Interessen und den individuellen Interessen der aufgenommenen Geflüchteten ist gar nicht so groß. Das vorweggeschickt, ich zeige, worauf das beruht. Wir wissen nichts, was mit den geflüchteten Menschen passieren wird, welche fiskalischen Kosten sie erzeugen werden. Und ich werde Ihnen hier keine Vorhersage zeigen. Ich werde Ihnen eine ganze Menge Rechnungen zeigen, wenn dann Rechnungen, die eigentlich auf Folgendem hier basieren, das sehr wichtig ist, im Kopf zu haben. Das sind die Nettofinanzierungsbeiträge nach dem Alter und nach der Qualifikation der einheimischen Bevölkerung im Jahr 2014. Ja, und jetzt können Sie sich selber zuordnen, wie alt Sie sind und welches Qualifikationsniveau haben. Möglicherweise zahlen Sie was anderes an den Staat. Aber im Durchschnitt würde das typisch sein für jemanden im Alter. Was Sie da sehen, ist zunächst einmal der Generationenvertrag. Menschen im erwerbsfähigen Alter zahlen mehr an den Staat ein, als dass sie ihre Leistungen vom Staat in Anspruch nehmen. Und Menschen, die im Rentenalter sind, da ist das negativ, die bekommen mehr raus. Und wenn sie jung sind, bekommen sie Bildungsleistungen, das auch. Sind sie eine Last für den Staat. Aber das ist der Generationenvertrag. Über den Lebensverlauf hinaus sollte sich das ausgleichen. Und das ist vollkommen unabhängig davon, welches Qualifikationsniveau haben. Dieses Muster ist ein Altersmuster. Aber dann sehen Sie eben auch, da sind drei Kurven drin und da sehen Sie, dass eine große Rolle spielt, wie qualifiziert Menschen sind.
Akademiker, das ist die blaue Kurve, die steht natürlich sozusagen eben, wir haben einen Staat, der umverteilt von den Ärmeren zu den, von den Reicheren zu den Ärmeren, das heißt also ein besseres Bildungsniveau, repräsentiert ein höheres Einkommen und dementsprechend zahlen die mehr an den Staaten, bekommen weniger raus und wenn sie gering qualifiziert sind, gering qualifiziert heißt bei mir immer ohne Berufsausbildung, das sind die 10-15% am unteren Rand, dann sind sie eben auch relativ wenig, tragen sie relativ wenig zum Staat, das Finanzierung des Staatshauses bei, kriegen mehr raus, als sie einzahlen am Ende. So, das ist eine Referenz, das muss nicht für die Flüchtlinge zutreffen, für die geflüchteten Menschen, aber das ist zumindest das Beste, was ich weiß. Wir haben eine historisch einmalige Situation, ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich werde im Folgenden unterstellen, dass das die Referenzen sind, wo sich Flüchtlinge, wenn sie integriert sind, das ist ein sehr enges Konzept von Integration, sozusagen hinentwickeln können, am Ende eines Integrationsprozesses. Und um das Ihnen plausibel zu machen, muss ich ein paar Setzungen vornehmen. Ich unterstelle 1 Million Geflüchtete. Wenn Sie mehr Geflüchtete wollen, dann müssen Sie die Zahlen, die Sie im Folgenden sehen, einfach mit dieser Zahl multiplizieren. Und die erreichen eben die fiskalische Leistungskraft von Einheimischen mit einem bestimmten Qualifikationsniveau. Ich habe Ihnen die 3 Möglichkeiten eben gezeigt, nach einer Integrationsphase von x Jahren. Ich sage das ganz bewusst, wir wissen es nicht, beides ist steuerbar. Ja, wo am Ende die Menschen landen werden und wie lange die Integration dauert, das sind genau die Dinge, über die wir reden müssen. Und während dieser Integrationsphase entstehen Kosten der Aufnahme. Im Moment reden alle über 20.000 Euro im ersten Jahr. Das ist sozusagen die Zahl, die da im Raum steht, auch bei den politischen Verhandlungen. Ist das viel, ist das wenig? Naja, wenn Sie jeden Deutschen hier im Raum nehmen, ich sage jetzt ganz bewusst Deutschen, der kostet den Staat ungefähr 2.900 Euro pro Kopf und Jahr an Leistungen für Straßenbau, für Kultur, für eine Veranstaltung wie diese wahrscheinlich. Also alles Mögliche dieser Art. Was passiert jetzt, wenn wir unterstellen keine Wanderung, wie eben im Vortrag, also das ist unser Referenzszenario, es passiert gar nichts. Was passiert mit den öffentlichen Haushalten? Das ist mein Thema. Sie sehen, im Jahr 2015 standen die öffentlichen Haushalte sehr gut da. Die hatten einen sogenannten Primärüberschuss, das ist im Prinzip Einnahmen minus Ausgaben ohne die Zinszahlung von fast 70 Milliarden Euro. Das sind alle Haushalte, das Bund, Land, Gemeinden, Sozialversicherung. Richtig viel Geld und das erklärt auch, warum wir die Herausforderungen, ja, die 20.000 Euro pro Flüchtling, wenn wir die denn glauben, im letzten Jahr ziemlich gut stemmen konnten, auch ohne Schulden aufzunehmen. Der Haushalt war in einem sehr, sehr guten Zustand. Es wird nicht so bleiben, wie Sie sehen. Schon im Jahr 2028 wird aus dem Plus ein Minus und das wird dann eben richtig groß ums Jahr 2050 rum. Das ist ein Ergebnis des Alterungsprozesses. Ja, der Generationenvertrag, von dem wir alle reden, wenn wir ihn nicht anpassen, dann haben wir im Jahr 2055 sehr viel mehr ältere Menschen und nicht mehr so viele im Erwerbsalter und die werden dann eben entsprechend die Kosten verursachen. Erinnern Sie sich an diese Kurve, die ich am Anfang gezeigt habe. Das müssen wir finanzieren. Wenn wir also nichts tun, wenn die Finanzpolitik so bleibt, wie sie ist, dann geraten wir in Defizit. Was passiert jetzt, wenn ich Zuwanderung zulasse? Und ich zeige Ihnen hier mal nur 2 von vielen, vielen Sensitivitätsrechnungen. Sie brauchen das jetzt im Detail, will ich das gar nicht besprechen. Das mache ich auf der nächsten Folie. Ich will Ihnen zunächst mal zeigen, 1 Million Flüchtlinge, die ändern an diesem Gesamtbild, an diesem deutlich sich verschlechternden öffentlichen Haushalten fast nichts. Ja? Viel wichtiger ist die Demografie der Einheimischen, das Alterungsprozess der einheimischen Bevölkerung. Der sollte uns richtig Sorgen machen, wenn wir diesen Umschwung in den öffentlichen Haushalten sehen, im Verhältnis zumindest zu dem, was es kostet, 1 Million Flüchtlinge zu integrieren. Das ist auch nicht weiter überraschend. Bei 80 Millionen Menschen, die wir sind, sind 1 Million Flüchtlinge immer noch relativ wenig. Und so wie wir eben die demografische Entwicklung durch die Aufnahme von Flüchtlingen oder auch von Migration nur sehr schwer umdrehen können, eben hatten wir von 500.000 Migranten, war die Rede, das ist schon relativ viel, wenn das jedes Jahr Nettozuwanderung ist. Genauso können wir mit 1 Million Flüchtlinge eigentlich nicht viel verändern. Trotzdem sollte man diese Kurven ein bisschen näher angucken. Das mache ich jetzt, indem ich einfach die Differenz zwischen diesen beiden farbigen Linien und der schwarzen Linie zeige und dann kann man das ein bisschen besser sehen. Das ist also die gleiche Ergebnisse und ich fokussiere mal auf 2 Szenarien. Das erste ist, uns gelingt es, dass die 1 Million Menschen zu Fachkräften werden, eine abgeschlossene Berufsausbildung bekommen und das gelingt uns innerhalb von 10 Jahren. Ja, das ist ein relativ optimistisches Szenario, das ist uns in der Vergangenheit nicht gelungen. In der Vergangenheit, wir wissen relativ wenig drüber, aber die Geflüchteten, die seit 1995 gekommen sind, haben ungefähr, das sind die Zahlen, die wir so haben, 15 Jahre gebraucht, bis sie ungefähr die Erwerbsquote anderer Zuwanderer bekommen haben. Und selbst dann waren sie überwiegend in gering qualifizierten Tätigkeiten beschäftigt. Also in der Vergangenheit haben wir nichts gemacht und dementsprechend war der Integrationsprozess ökonomischer Art relativ schlecht verlaufen.
Aber ich unterstelle jetzt mal, in diesem günstigen Szenario, es gelingt uns alle zu Fachkräften zu machen, das geht in 10 Jahren, dann sehen wir starten von 20 Milliarden Kosten, 20.000 Euro mal 1 Million, das können Sie im Kopf rechnen, und dann geht es nach oben. Warum geht es nach oben? Ja, die Menschen werden besser qualifiziert, kommen in den Arbeitsmarkt hinein und sie erreichen auch ein Alter, wo sie besonders viel Steuern zahlen. Ja, die Flüchtlinge sind im Moment überwiegend unter 25 Jahre, wenn sie mal 10, 15 Jahre voraus, dann sind die 40, und das ist in diesem Generationenvertrag genau das Alter, in dem man die meisten Steuern zahlt. Also erreichen wir so um das Jahr 2035, wenn in Deutschland schon eine relativ starke Alterungswelle ist, relativ positiven Beitrag zu den öffentlichen Haushalten. Danach wird es schlechter. Warum wird es schlechter? Weil die Flüchtlinge auch älter werden. Und irgendwann, wenn nicht neue Flüchtlinge nachkommen, die jung sind, dann wird eben diese Flüchtlingsbevölkerung auch alter. Gucken wir uns die rote Linie an, und die ist auch interessant. Das ist das, was passiert, wenn uns die Integration, die wirtschaftliche Integration nicht gut gelingt. Es unterstellt, dass alle Flüchtlinge, die kommen, am Ende, ist auch ein Extremszenario, am Ende gering qualifiziert bleiben. So sind wie Einheimische ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Und dass das 20 Jahre dauert, bis es soweit ist. Und dann sehen Sie die ähnliche Kurvenverlauf, das ist nicht überraschend, weil der Generationenvertrag auch für die Leute gelten wird, aber wir kommen nie ins Positive. Also wenn es richtig schlecht läuft, dann kostet das uns auf jeden Fall was. Wenn es gut läuft, dann haben wir so eine Phase, wo es uns was kostet, und dann entstehen Überschüsse, am Ende entstehen wieder Defizite, und die Frage ist, was macht es denn insgesamt? Die Frage, was macht es interessant? Insgesamt, das zeige ich Ihnen jetzt hier. Addiere ich einfach mal diese Überschüsse und Defizite, die da auflaufen können, auf über die Zeit. Und jetzt kommt die Erklärung, warum diese Studie keine bösen Briefe von besorgten Bürgern hervorgerufen hat. Wenn Sie nämlich die Zahl ganz links angucken, 398 Milliarden Kosten. 400 Milliarden stand in der Frankfurter Allgemeinen dazu. Das ist das Szenario, wo uns die Integration im Prinzip nicht gelingt. Alle bleiben gering qualifiziert, und es dauert 20 Jahre, bis sozusagen die steuerliche Leistungskraft von Geringqualifizierten erreicht ist. Wenn es uns gelingt, Flüchtlinge zu qualifizieren, ja, der positive Fall, 100, alle Flüchtlinge, geflüchteten Menschen, 1 Million, werden wie Fachkräfte und schaffen das in 10 Jahren, dann haben wir einen Überschuss von 20 Milliarden insgesamt. Sie sehen aber auch, und das kann man noch weiter ausdifferenzieren, in den allermeisten Szenarien wird es uns was kosten. Es wird kein positiver Beitrag sein, also das wären die Kosten der humanitären Zuwanderung. Die Frage ist, ist das viel, ist das wenig? Das kann man vielleicht so ein bisschen schwer beurteilen, weil das ist eine Rechnung, die geht über, technisch gesprochen, über 200, 300 Jahre. Das sind 400 Milliarden über 300 Jahre wenig oder viel. Ich zeige Ihnen das mal in einer etwas anderen Statistik, die vielleicht greifbarer für Sie ist. Ich rechne das jetzt mal um. Was bedeutet das für jeden hier im Raum und jeden in Deutschland, vom Säugling bis zum Greis, jedes Jahr an zusätzlichen Steuerzahlungen? Und da sehen Sie in dem ungünstigen Szenario, was die 400 Milliarden ausmacht, klingt nach einer Riesenzahl, dann ist das pro Kopf und Bürger, Bürgerin, jedes Jahr 86 Euro. Ja, ist das viel oder wenig? Das können Sie sich jetzt überlegen. Kriegen dann Zuschriften? Doch, solche Zuschriften gibt es. Auch 5 Euro sind mir zu viel. Vielleicht, um das einzuschätzen, ist das viel oder wenig. Was kostet die Alterung? Die Alterung kostet jeden von Ihnen hier im Raum jedes Jahr, wenn wir die bewältigen wollen, 1150 Euro. Im Verhältnis dazu ist die Herausforderung Integration von Flüchtlingen relativ günstig. Was uns aber eigentlich interessiert, ist gar nicht so sehr diese Botschaft, es wird uns was kosten. Was uns eigentlich interessiert, ist die Frage Integration, und darüber werden wir gleich reden. Denn die Unterschiede zwischen diesen Szenarien sagen ja auch, wenn es uns gelingt, schneller zu integrieren, dann wird es billiger für den Staat, und wenn es uns gelingt, zu qualifizieren, dann wird es auch günstiger. Und ich übersetze das immer in 2 Faustformeln, damit sich das auch jeder Politiker merken kann. Also, wenn 100.000 ungelernte Geflüchtete eine berufliche Bildung erhalten würden, dann gewinnt der Staat auf lange Frist gerechnet netto 30 Milliarden Euro dazu. Ich kann es auch anders ausdrücken. Wenn ich weniger als 30 Milliarden in die Hand nehmen muss, um aus unqualifizierten Geflüchteten qualifizierte Geflüchtete zu machen, dann ist das eine Rechnung, die sich für den Staat rechnet. Zweite Merkwürdigkeit: Wenn 100.000 Flüchtlinge ein Jahr schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden, dann gewinnt der Staat 1 Milliarde Euro. Oder umgekehrt, wenn ich es schaffe, mit 1 Milliarde Euro 100.000 Flüchtlinge ein Jahr schneller zu integrieren, dann ist es eine gute Rechnung. Ist das eine interessante Rechnung? Ja. Ich sage das ganz bewusst. Wir haben für Weise hat gefragt, was passiert, wenn es uns gelingt, die Flüchtlinge
das Asylverfahren 3 Monate zu beschleunigen. Was bringt uns das denn? Bei 1 Million Geflüchteten bringt 3 Monate Beschleunigung 2 Milliarden Euro. Es lohnt sich möglicherweise zu versuchen, das Asylverfahren rein administrativ zu beschleunigen. Was man aus der Rechnung auch sieht, ist, gute Beschäftigung ist wichtiger als schnelle Beschäftigung. Hilft uns nicht sozusagen nur zu beschleunigen. Wir gewinnen sehr viel mehr, wenn wir investieren in Bildung. Das dauert Zeit. Und dementsprechend möglicherweise eben dauert es eben erstmal eine Ausbildungsphase von 3 oder erweitert wahrscheinlich 5 Jahre bei gering Qualifizierten zu qualifizieren. Aber es rechnet sich besser, als partout zu versuchen, die geflüchteten Menschen jetzt ganz schnell in den Arbeitsmarkt zu bringen. Es ist besser, sie als Qualifizierte in gute Jobs zu bringen, als versuchen, irgendwie sie zu einem Mindestlohn zum Beispiel zu beschäftigen. Ich sage das auch ganz bewusst, es ist wichtig, weil auch für die Geflüchteten selber möglicherweise da ein Konflikt besteht. Die wollen möglicherweise viel schnell viel Geld verdienen. Und viel Geld ist möglicherweise schon eine Beschäftigung zum Mindestlohn. Auf jeden Fall, eine Beschäftigung zum Mindestlohn bringt mehr Geld ein als eine Ausbildung. Schlussbemerkung. Die Rechnung vernachlässigt zum einen möglichste Wachstumseffekte und auch den gesellschaftlichen Wert von Integration. Das sind noch andere Kosten, die da möglicherweise entstehen. Sozialer Zusammenhalt. Frage, was passiert, wenn eine große Gruppe der Gesellschaft auf Dauer arbeitslos ist oder als gering Qualifizierte in schlechten Jobs lebt. Das merken wir eben tatsächlich. Das entstehen Kosten. Das Zweite ist, das ist auch nicht unwichtig, es setzt voraus, dass wir überhaupt effektive Instrumente haben, für die Integration, um diese Integration zu erreichen. Ja, schaffe ich es denn mit 30 Milliarden, 100.000 Menschen zu qualifizieren? Habe ich die Instrumente dafür? Oder kann ich jetzt in diesem Impuls nicht reden? Dann sind wir wieder bei der Anfangsfrage, wie schaffen wir Integration? Und darüber reden wir ja jetzt. Genau. Dann bleiben Sie gleich bei mir. Ja, vielen Dank. Ich habe das Publikum, da hatte ich ja jetzt mal eine Chance, ein bisschen beobachten können während Ihres Vortrages. Ich denke, das war, da werden wir gleich nochmal zu kommen. Ich freue mich jetzt, wenn Frau Jansen einfach noch einmal auch gleich zu uns kommen würde. Die beiden Kolleginnen haben wir ja schon vorgestellt und insofern setzen Sie sich einfach. Und dann kommen wir jetzt, und da freuen wir uns wirklich sehr drüber, Sie waren nämlich auch jetzt seit 2 Tagen hier, dass Frau Sibylle Hausmann bei uns ist. Frau Hausmann ist aus der Kreisverwaltung Düren und dort die Leiterin des Amtes für Schule, Bildung und Integration. Das ist ja schon eigentlich eine Menge, aber ich habe auch gehört, dass Sie eine der führenden Bildungspolitikerinnen bei den Grünen sind und in NRW vieles, ja, das wurde mir berichtet, also Sie sehen, und in NRW dann eine Menge auch auf den Weg gebracht haben, ob es jetzt der Islamunterricht in den Schulen ist, dass das so viele Ihrer Herzensthemen sind, die Sie dann auch tatsächlich dann zusätzlich zu der Funktion auch auf den Weg gebracht haben. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und wir genau. Und dann freuen wir uns, auch das muss man, glaube ich, hoch anerkennen, dass an einem Sonnabendnachmittag ein Oberbürgermeister, der bekanntlich viele Termine hat und eine Menge zu tun hat, dann sich dann doch auf den Weg nach Berlin macht, aus Goslar. Das ist ja jetzt auch bei dem Wetter und bei dem, was man alles zu tun hat, auch nicht selbstverständlich. Insofern freue ich mich sehr, dass Dr. Oliver Jung, der Oberbürgermeister der Stadt Goslar, heute auch zu uns gekommen ist. Da freuen wir uns sehr drüber. Lieber Herr Jung, Sie sind dann auch gleich als erstes dran. Und zwar dran mit der weiteren Vorstellung, wenn man sich Sie ein bisschen googelt und anschaut und ein bisschen auch die politische Gemengelage so liest, dann hört man ja, dass praktisch jede Kommune, jedes Land, das Probleme hat, sollte eigentlich den Herrn Dr. Jung kennen. Ich habe mich auch schon gefragt, ob bei dem Vortrag von Professor Bonin, ob das Institut von ihm bei Ihnen in Goslar sitzt und Sie dann ihn als Berater auch haben. Weil Sie vertreten ja tatsächlich auch die Devise, wenn ihr irgendwo was habt, schickt die alle zu mir, schickt die alle, die Geflüchteten, die Newcomer nach Goslar. Wir freuen uns auf die. Das fühlen Sie sich so richtig wiedergegeben. Und dafür habe ich noch nicht mal Volkswirtschaftslehrer studiert, ja. Ich habe einfach nur den Kopf angeschaltet und
Das haben viele Bürgermeister und Landratskollegen im vergangenen Jahr und im vorvergangenen Jahr leider nicht gemacht, ja, und haben deshalb auch eine gesellschaftliche Debatte, also die haben auch als Brandbeschleuniger gewirkt, ja. Was bei den sehr interessanten Zahlen, die Sie vorgetragen haben, nämlich natürlich, was wir noch spannend weiterentwickeln können, wäre ja die Frage, wie wirkt sich das eigentlich in den einzelnen Städten und Gemeinden aus, und zwar im Hinblick auf die Größe der Städte und Gemeinden. Und die kommunale Brille im vergangenen Jahr haben unsere kommunalen Spitzenverbände aufgehabt. Die hatten die Deutungshoheit. Die sind auch von den Medien gefragt worden. Die wissen auch genau, was Integration, was Unterbringung kostet in Hannover oder in Berlin oder in München. Die wissen aber nicht, was das kostet in Goslar. Und da ist das spannende Thema eben für mich gewesen, dass ich gesagt habe, allein die Unterbringung, die Erstunterbringung der Flüchtlinge, die können wir natürlich in Goslar exzellent lösen und in Hannover vielleicht nicht. Und der zweite, da war ich also auch nur bei dem Thema, wie können wir helfen, unabhängig von dem ökonomischen Gewinn. Aber dieses Thema, wo ist der ökonomische Gewinn? Das habe ich natürlich auch aufgemacht. Und wenn eine Stadt wie Goslar zwischen 2002 und 2012 4.000 Menschen verliert, weil sie einfach weggehen oder mehr sterben als geboren werden, dann muss man sich als Stadt natürlich Gedanken machen, kommen da Menschen wieder dazu, ja? Oder baut man die Infrastruktur zurück? Dann wird man, Goslar ist Weltkulturerbestadt, wird man irgendwann nicht mal Oberbürgermeister sein, sondern Museumsdirektor in so einer schönen Fachwerkstatt. Und dafür habe ich dann wieder die falsche Ausbildung. Und da ich auch an der Stelle Zukunftsängste hatte, habe ich mich dann eher für die Lösung entschieden zu sagen, dann sollen doch bitte die Flüchtlinge kommen. Jetzt stellen Sie aber Ihr Licht ein bisschen auch unter den Scheffel. Klar, also das ist ja auch erstmal dann auch als Politiker, denke ich, dann auch anerkennenswert, aber es ist ja dann nicht nur tatsächlich so gewesen, dass Sie gesagt haben, ich möchte nicht nur irgendwann mal in einer Stadt sitzen, wo ich dann irgendwie nur noch die Pflegedienste und Sozialdienste habe, sondern Sie hatten ja, das ist ja praktisch eher der Teil, dieser wirtschaftliche Aspekt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie ja da auch einen sozialen Blick auf die Lage. Also auf die, das ist ja bei Ihnen jetzt nicht nur zu sagen rein pragmatisch, wir brauchen die, sondern es ist ja tatsächlich auch, wir wollen die aus noch zusätzlichen Gründen. Ja, aber das war doch auch unsere Aufgabe, meine ich, als Verantwortliche. Ja? Die Tatsache ist, dass wir helfen mussten, immer noch helfen müssen und dass wir auch helfen können. Die ökonomischen Zahlen sind ja eben auch deutlich gewesen. Und wenn 2016 noch mal so viele Flüchtlinge wie 2015 nach Goslar kämen, wäre das kein Problem für die Stadt. Und das ist einfach, ja, diese Debatte ist in Deutschland ein bisschen zu kurz gekommen im letzten Jahr, als wir uns immer alle wieder überschlagen haben, ja, und gerade die Politiker dann auch bei dem Thema immer, oh Gott, wie geht die nächste Wahl aus, wie geht die Wahl in Rheinland-Pfalz oder irgendwo aus, wir schaffen das alle nicht, das ist alles ganz traurig, nur, und das kostet uns alles so viele Milliarden, ja, nur um die Lufthoheit irgendwie da an den Stammtischen zu behalten. Und das fand ich halt ein bisschen schade und deshalb habe ich vielleicht auch ein bisschen massiver und ein bisschen deutlicher geredet als die immer nur den Angsthasenfußball gespielt haben. Und vielleicht, es gab ja auch Kolleginnen und Kollegen, die ähnlich argumentiert haben wie ich, aber deshalb war natürlich auch die Medienaufmerksamkeit ein bisschen höher, weil es so wenige Bürgermeister gab, die das gesagt haben. Weil zu Hause hat man ja auch Prügel dafür gekriegt, das darf man nicht verschweigen. Ich wollte gerade sagen, aber da kommen wir vielleicht dann gleich nochmal drauf, wie es dann tatsächlich auch ist, wie es gelingen kann, auch eine Stadt oder eine Bürgergesellschaft dann tatsächlich auch mitzunehmen auf diesem Weg. Eins ist ja zu sagen, wir schaffen das als Stadtspitze, Verwaltung, wie auch immer, aber ich muss ja dann meine Bürgergesellschaft, meine Zivilgesellschaft dann auch mitnehmen auf diesem Ziel, weil das kann ja nur ein gemeinsames sein. Frau Hausmann, jetzt haben wir, Sie arbeiten ja auch in einer Verwaltung und wir haben uns vorhin auch ein bisschen so über diesen Begriff Political Leadership unterhalten. Haben Sie denn in Düren dann
auch so einen OB, der dann sagt, die sollen jetzt, dass dann die Städte Düren und Goslar in Konkurrenz treten und sagen, die einen gehen nach Düren und die anderen gehen nach Goslar. Wie sieht es bei Ihnen aus? Und dann bei Ihnen auch vielleicht nochmal der Blick, glaube ich, der würde uns alle interessieren. Wie wichtig ist es dann auch, wenn man so einen OB hat, für die Arbeit in der Verwaltung? Ja, herzlichen Dank erstmal. Also leider ist der Bürgermeister von Düren kein Oberbürgermeister, weil Düren hat nur 90.000 Einwohner und deshalb muss man das Ober wegstreichen. Okay, gut. Das sind so die Berliner, die dann keiner... Genau. aber es ist ganz vergleichbar. Also der ist nicht vor die Medien getreten, hat gesagt, kommt alle her, sondern er hat gesagt... Düren ist eine Kleinstadt mit 90.000 Einwohnern und wir haben jetzt, sage ich mal, 600 Flüchtlinge hier zu versorgen und das ist nichts, was uns schrecken kann. Also wir schaffen das, wir sind sowieso schon traditionell, haben wir schon immer 120 verschiedene Nationen in unserer Stadt oder schon seit 20 Jahren und da fallen diese 600 jetzt nicht auf und die Herausforderung ist, dass wir weiterhin eine Willkommenskultur haben und dass die Menschen sich in unserer Stadt wohlfühlen. Und er hat den Weg gewählt, dass er wirklich, wir haben ungefähr 20 Flüchtlingsheime aufbauen müssen, weil wir nicht alle 600 in einem Haus zusammenfärchen wollten, sage ich jetzt mal, ne? Sondern überall kleinere Häuser und Wohnungen und dies und das gekauft. Und er ist wirklich dann in jede Straße, wo so ein Haus wieder gekauft wurde von der Stadt, dann fing das an, da kommen jetzt Flüchtlinge, ne? Dass er in jede Straße gegangen hat, Bürgerversammlungen von sich aus organisiert und hat gesagt, hier, wer will helfen? Wir brauchen Leute, die Kleider sammeln, die Deutschkurs ehrenamtlich geben, die sich kümmern, dass die Kinder in die Schule kommen und, und. Und es hat sich um jedes Haus herum sozusagen so ein bisschen Bürgergesellschaft organisiert. Und das hat eigentlich dazu geführt, also ich fand das so ein gelungenes Beispiel von Leadership, ne, dass er das für sich gesagt hat. Ich hatte eben das Beispiel aus einer kleinen Gemeinde in der Eifel, wo der Bürgermeister in einer großen Versammlung als allererstes, als Chart, das Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der zweite Chart war das Grundgesetz Artikel 16, ne, wir sind, und dann war seine Botschaft, das ist das deutsche Grundgesetz, es ist unsere Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass dem Grundgesetz in unserer Gemeinde Rechnung getragen wird. Und weil ich nicht in der Stadt arbeite, sondern im Kreis, der Kreis hat 15 verschiedene Städte und Gemeinden, kann ich jetzt sehr gut beobachten, wie Partizipationschancen, Bildungschancen, Willkommenskultur, wie unterschiedlich das ist, je nachdem, wie die Bürgermeister, die Gemeinderäte in den Kommunen sich in dieser, sage ich mal, schwierigen Situation aufgestellt haben. Okay, ja, vielen Dank. Ich glaube, einfach weitersprechen und ja. Das wird dann durch Zauberhand. Alles klar. Also das ist sehr wichtig, glaube ich, diese Vielfalt sozusagen, die sich daraus geprägt hat, im Blick zu behalten. Also wir sollten uns auch nicht nur auf die guten Beispiele sozusagen sehen. Also wir am ZDW machen in der Rhein-Neckar-Region ein Projekt, wo es um die Integration von Flüchtlingen geht. Wir haben es da konkret mit 3 Kommunen zu tun und die Strukturen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also da gibt es eben die aktiven Bürgermeister, da gibt es auch die aktiven ehrenamtlichen Strukturen, die schon existieren, auf die man sich verlassen kann. Es gibt aber auch Kommunen, die absolut überfordert sind und das ist weil es eben zum Beispiel auch nicht die ehrenamtlichen Strukturen gibt. Und das ist deshalb wichtig, wenn wir uns die Perspektive der Flüchtlinge eben ansehen. Was in den ersten Monaten nach Ankunft passiert, das sind als Ökonomen nicht vielleicht die Besten, die darüber was sagen können, aber wir sind auch im Gespräch mit Kulturwissenschaftlern darüber zum Beispiel. Und das ist enorm wichtig, das Gefühl zu bekommen, eben willkommen zu sein, dass etwas passiert, dass man eben nicht nur da sitzt. Und das ist auf der administrativen Ebene, spielt das eine Rolle. Also auf der anderen Ebene, wenn wir jetzt mal eben von dem sehen, was die Kommunen nicht machen, also das BAMF oder das Asylverfahren selber, dass es da vorangeht und dass da Perspektiven geschafft werden. Da ist vieles möglicherweise schon verbockt worden durch einfach Pech,
Ja, wer als Flüchtling, als geflüchteter Mensch in die falsche Region gekommen ist, hat möglicherweise Pech. Und eine zweite Perspektive, das ist die andere Frage bei der Verteilung in die Fläche, das möchte ich noch erwähnen. Natürlich ist auch eine Frage für die langfristigen Perspektiven, gibt es Jobs? Also am Ende reicht es nicht nur aus, dass eben wir da engagierte Bürger haben, die versuchen, den Flüchtlingen zu helfen. Es muss auch eine wirtschaftliche Dynamik haben. Und da gibt es durchaus eben ein Spannungsfeld. Das ist diese Frage Residenzpflicht, die damit verbunden ist. Es hat Vorteile, in die Fläche zu gehen, weil wir da eben möglicherweise eine bessere Betreuung haben und dass eben über den Kontakt von Arbeitgebern eine Integration geschaffen werden kann. Es kann aber auch Vorteile haben, tatsächlich in verdichtete Strukturen zu gehen, wo das nicht so ist, weil wir dann von Netzwerkstrukturen der geflüchteten Community selber oder anderen ehrenamtlichen Strukturen in der Stadt wie Berlin möglicherweise ganz andere Chancen profitieren können. Frau Janssen, Sie haben ja gleich zum Mikro gegriffen, also insofern stelle ich jetzt gar keine Frage, sondern dann ich wollte noch mal direkt drauf eingehen. Auch Sie müssen Zauberhand, das gut, ist wunderbar. Den Punkt unterstützen, den Sie genannt hatten, die ersten Monate sind entscheidend und dass die ersten Wochen eigentlich fast schon, in denen man willkommen geheißen wird oder auch eben nicht. Und da würde ich noch mal betonen wollen, dass diese Frage Sachleistung oder Geldleistung zum Beispiel eine ist. Ich habe in mehreren Diskussionen vorher mal gehört, naja, ist ja eigentlich egal, sozusagen in welcher Darreichungsform das Geld übergeben wird. Ist es nicht, weil es zum einen eben kein Zeichen des Willkommens ist, jemandem zu misstrauen und zu sagen, du kannst mit dem Geld nicht selber umgehen, über das selber nicht entscheiden. Und zum anderen rechnet es sich auch nicht, weil die Verwaltungsstrukturen, die dahinter stehen oder die Managementstrukturen, die dann dahinter stehen, die Dinge zu verteilen, einfach sozusagen kostenseitig Unsinn sind. Das ist so ein kleiner Punkt. Dann nochmal zur Verteilungsfrage vielleicht. Ich habe einen Vorschlag gehört von der Stiftung Wissenschaft und Politik, den ich sehr gut fand, von einem Vertreter dort, Herrn Angenent, der gesagt hat, das war jetzt ein Vorschlag für Europa, dass sich Kommunen freiwillig für die Aufnahme Geflüchteter bewerben können. Also die wollen, die können, unter entsprechenden Qualitätsstandards, die natürlich gesichert werden müssen, dass die sagen können, kommt doch her in Europa, da gibt es ja auch innerhalb der Länder ganz unterschiedliche Situationen der Kommunen und ich würde das einen Ansatz finden, den man zumindest mal ausprobieren könnte, den man, den ich unterstützen würde. Da war jetzt schon ein Hauch von Applaus, genau, aber das wäre ja was, wo dann ich mir vorstellen könnte, dass Herr Jung dann auch sagen würde, das wäre auch ein Vorschlag, den wir durchaus auch dann mit unterstützen würden. Frau Hausmann, Sie wollten, ich habe hier noch ein Mikro über, sehen Sie, ich habe mich immer gewundert, dann hat nämlich jeder tatsächlich gerecht eins, wo das hinkommt. Frau Hausmann, Sie haben eben auch genickt bei dem, was Frau Janssen dann auch gesagt hat, als es um Sachleistungen ging. Können Sie vielleicht einfach nochmal aus kommunaler Ebene sagen? Und dann würden wir in einem zweiten Schritt einfach nochmal ein bisschen gucken, auch zum Abschluss des Kongresses, wo sind die Stellschrauben? Also wie schaffen wir Integration, ist eine Frage. Aber ich denke bitte um Verzeihung, wir reden da schon sehr, sehr lange drüber und wir haben da auch schon vor dem Sommer 2015 gesprochen und das sollten wir nicht vergessen und wir würden dann gerne auch hier nochmal in einer zweiten Runde wirklich gucken, wo sind Stellschrauben, die wir dann gemeinsam auch drehen müssen und dann einfach nur als Vorbereitung für Sie würden wir dann gerne dies hier auch öffnen und Ihnen auch die Möglichkeit geben, dann auch Fragen zu stellen. Wie gesagt, so in 5 bis 10 Minuten, dann haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, sich einfach nochmal Fragen zu überlegen, würden wir dann auch das Panel dann einfach nochmal öffnen. Frau Hausmann. Ja, also ich wusste gar nicht, dass es irgendjemanden gibt, der sagt, Sachleistung oder Geldleistung sei egal. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich mache Migration schon seit 25 Jahren und Anfang der 90er gab es diese Debatte. Wir haben in Düren damals auch Demonstrationen gemacht und uns da sehr für eingesetzt, dass dieses Gutscheinsystem für Flüchtlinge schnell wieder abgeschafft wurde, nachdem die Kommune mal auf die Idee gekommen war, das als Abstreckungsinstrument zu benutzen. Seitdem ist das nie wieder, also hat da nie wieder jemand drüber gesprochen, weil das so klar ist auch, dass das irgendwie Quatsch ist. Oder also, dass es Quatsch nicht, dass es Menschen einfach degradiert und beschämt, mit so einem Gutschein einkaufen gehen zu müssen.
Wenn wir jetzt im Hinblick auf das, was ich gerade gesagt habe, dieser Blick nach vorne, wenn wir dann einfach jetzt mal auch auf kommunaler Ebene dann auch wirklich bei Ihnen beginnen, sprich auch Basisarbeit, also in der Verwaltung. Es wird ja oft so Stichwort interkulturelle Öffnung. Das heißt ja dann immer ganz, ganz schnell, die Verwaltungen, die Behörden, die Unternehmen müssten sich interkulturell öffnen. Ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt in den letzten 10 Jahren, dass das Wort interkulturelle Öffnung dann auch oftmals wie ein Deckmäntelchen benutzt worden ist. Da wurde dann gesagt, ja, wir haben einen Workshop gemacht, interkulturelle Öffnung für unsere Mitarbeiter, und das ist dann ein Haken drunter hintergesetzt worden. Und das ist dann, aber was bedeutet eigentlich, wenn man es ernst nehmen würde, für ein Einwanderungsland Deutschland, wo wir auch Stichwort Teilhabe, was ja jetzt gerade auch oft genannt worden ist und auch in den letzten beiden Tagen, was muss interkulturelle Öffnung in dem Zusammenhang bedeuten? Naja, zuallererst mal Freiheit von Diskriminierung. Also es gibt natürlich nach wie vor die Arbeitgeber, die Muslime nicht einstellen, weil sie das Vorurteil haben, sie rollen da 5-mal am Tag den Gebetsteppich aus. Die gibt es natürlich immer noch. Und es ist immer noch so, dass wenn ich einen ausländischen Namen habe, dann kann ich noch so qualifiziert sein, dann ist es für mich schwerer, einen Arbeitsplatz zu finden. Und ich finde, das ist sozusagen der erste Schritt, dass man sich darüber im Klaren ist und dass die, wenn ich jetzt über Verwaltung spreche, dass die Verwaltung da diesen Faktor versucht zu reduzieren. Ne? Trotzdem sind es ja Menschen, die Personalauswahl machen, und ich hatte das Thema, ne? In Deutschland ist es sehr davon abhängig, dass ich Strukturen habe, die mich binden an einen bestimmten Arbeitgeber oder an eine bestimmte Form der Arbeit, und in der Verwaltung ist es einfach so, die jungen Leute, die sich in der Verwaltung bewerben und da eine Stelle suchen, die haben irgendwie einen Vater, eine Mutter oder einen Onkel, der schon in der Verwaltung ist, kennen das und finden das interessant, und dann kommen sie es. Und es ist in der migrantischen Bevölkerung noch gar nicht so weit, dass sie überhaupt das für sich in Erwägung ziehen. Also eine Lehre in einer Verwaltung zu machen, ist eben auch nicht so viel wert, wie Jura zu studieren. Also insofern ist da auch noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, um überhaupt sozusagen zwischen der Angebots- und der Nachfrageseite zusammenzukommen. Und natürlich sind es auch Dinge, die man innerhalb der Verwaltung machen muss. So fängt an mit so ganz simplen Sachen, dass auf der Homepage, wenn man über Werbung macht für Ausbildungsplätze, dass da junge Leute mit, die sichtbaren Minderheiten angehören, mit auf dem Foto sind. Das sind so ganz simple Dinge, die man schnell machen kann. Dass in mehreren Sprachen willkommen an der Eingangstür steht. Aber die interkulturellen Schulungen sind auch nicht zu verachten. Nein, ich wollte ja ein bisschen das überspitzen. Ne? Ja, Gott, soll jeder. Ja. Also, und es gibt wirklich in jedem Amt eine Baustelle, und wir haben eine Struktur in der Verwaltung. Das Land Nordrhein-Westfalen finanziert ja kommunale Integrationszentren. So, das heißt, es gibt in jeder Kreisverwaltung, jeder Stadtverwaltung Kümmerer, die diese Prozesse vorantreiben, sich kümmern und dafür sorgen, dass es nicht einmalige, sag ich mal so, Sachen sind, die man mal macht und dann wieder vergisst, sondern dass man an diesen Themen dranbleibt. Und ich glaube, es sind dicke Bretter, die man da bohrt, und über die Dauer der Zeit bewegt sich was. Lieber Herr Jung, jetzt haben wir vorhin haben wir gesprochen, dass Sie praktisch in Goslar auch vorangeschritten sind. Und wir haben ja noch die Frage offen ein bisschen auch, wie gelingt es dann Stadt- oder Bürgergesellschaft auch mitzunehmen? Also wie ist Ihnen das auch dann tatsächlich gelungen? Und vielleicht auch nochmal zu dem Stichwort, was wir gerade hatten. Wie schaffen wir es denn tatsächlich auch, Teilhabe nicht nur eine Worthülse sein zu lassen, sondern auch gerade in auf städtischer, kommunaler Ebene tatsächlich auch umzusetzen? Und wie sieht es da bei Ihnen aus mit den Eingewanderten, die schon seit mehreren Jahrzehnten in Goslar auch leben? Aber wie kriegt man das dann auch im Hinblick auf die Geflüchteten, auf die, wie habe ich es neulich mal gelernt, auf die Newcomer, wie sie sich selber dann teilweise auch gerne bezeichnen, wie bekommt man das dann hin? Oder auf welchem Stand sind Sie da, und sehen Sie noch Schritte, die Sie vielleicht auch noch zu gehen haben? Nee, die Zauberhand bräuchten wir, damit wir Herrn Jung hören. Bitte ein anderes Mikro nehmen. Entschuldigung. Dann nehme ich das Rot.
Okay. Also was Verwaltung tun kann, das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Ich glaube, entscheidend ist aber auch, wie geht eine Stadtspitze, eine Verwaltungsspitze mit dem Thema um. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen schon spüren, was will da die Führungsebene auch haben an der Stelle. In Goslar konkret, die Frage war ja auch, wie ist das mit der Arbeit? Gibt es da Arbeitsplätze? Also die Fläche haben wir auch irgendwo in Brandenburg, ja. Das ist das entscheidende Argument. Auch, wie gehe ich natürlich mit den Menschen um, die da aktuell keinen Arbeitsplatz haben. Goslar tut sich deshalb relativ leicht, weil bis spät in die 80er Jahre rein Bergbau war, damit verbunden Verhüttungsindustrie, und deshalb sind sehr viele sogenannte Gastarbeiter eingewandert. Das heißt, unser Ausländeranteil in Goslar war schon immer sehr hoch, und deshalb ist auch keiner in Panik verfallen, als er jetzt ein Kopftuch gesehen hat. Ich sage das deshalb auch nochmal sehr deutlich, weil ich... Hätten Sie denn auch einen Tipp für Kommunen, die jetzt eben nicht ihre dann besseren Voraussetzungen haben? Stichwort, wenn man hier mal geht, wo es vielleicht weniger Einwanderung gibt. Ich möchte mir das gar nicht so anmaßen, aber ich hatte neulich eine Diskussionsveranstaltung mit Kollegen, Landratskollegen, Bürgermeisterkollegen aus Gebietskörperschaften in Sachsen-Anhalt. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass wir von einem völlig unterschiedlichen Land reden. Da war ich ein bisschen betroffen, weil so wie die Kollegen mir das geschildert haben, solche Situationen kenne ich nicht. Ich war ja auch ein bisschen unterwegs, bin in Frankfurt am Main geboren, war in Marburg und in Oberfranken, in Bayreuth. Da habe ich Christian Römer kennengelernt, den ich eben hier gesehen habe. Das finde ich auch toll, dass man sich dann so aus Bayreuth wieder in Berlin trifft. Aber das, ich glaube, das ist schwierig. Und der eine Kollege sollte sich auch hüten, da vor dem anderen Kollegen einen Rat zu geben. Aber ich habe auch ganz viel Bürgerversammlungen gemacht, Bürgergespräche geführt. Es gibt natürlich auch in Goslar ganz viele, die sagen, Herr Jung, Sie gehören abgewählt, ne? Aber ganz dringend. Tun Sie was für uns, tun Sie was für die Spielplätze, tun Sie was für die Schulen, tun Sie was für die Kindertagesstätten und sorgen Sie dafür, dass ich, meine Kinder, meine Enkel auch dann da in einen Goslarer Betrieb gehen können. Und verstopfen Sie jetzt nicht die Systeme mit Flüchtlingen, die keiner in der Republik will, nur Sie offensichtlich, um mal hier zur Böll-Stiftung nach Berlin zu fahren, genau, und da mal schlau an einem Samstagnachmittag mal was erzählen zu können, ja? Tun Sie was für uns. Und, was antworten Sie dann? Und da muss man erklären, dass ich genau dabei bin. Diese Kurven, die kann ich nicht so gut malen für Goslar und nicht so gut erklären, die Sie für Deutschland aufgelegt haben, aber die müsste ich eigentlich für meine nächste Bürgerversammlung auch mal malen. Ich versuche immer wieder zu erklären, unsere Betriebe, unsere 25.000 Arbeitsplätze, die wir haben, die Wirtschaftskraft, die wir haben, den Standard, den wir haben, den verlieren wir, wenn wir nicht uns darum kümmern, dass Menschen zu uns kommen. Weil sonst die Betriebe perspektivisch absiedeln werden, weil die sagen, wo sollen eigentlich die Leute herkommen, die hier, die 250 Leute, die, weiß ich, hier Logistik machen oder keine Ahnung, was die alles machen. So, und deshalb brauchen wir die Leute, und ich habe gesagt, die Flüchtlinge sind doch jetzt eine Riesenchance, wenn es uns gelingt, einen hohen Anteil von denen, wir haben jetzt 1150 im Stadtgebiet, und ich bin ja mal gefragt worden, wie viele sind denn schon weg in der Großstadt? Nach meiner Statistik nur 2 nach Hannover. So ein großer Anteil wieder zurück nach Hause gegangen, aber scheint zu funktionieren, dass sie noch da bleiben. Das sind ja die Themen, und so drehe ich es rum und sage, euer Spielplatz, den ihr habt, die neue Schaukel, die wir in 5 Jahren brauchen, die können wir tatsächlich nur finanzieren, wenn wir Zuwanderung haben und wenn wir sozusagen die Chance, die mit den Flüchtlingen verbunden ist, auch für Goslar gut nutzen. Das versteht nicht jeder, aber ich sage es immer wieder. Okay, vielen Dank. Gut, da muss man dann vielleicht, eine lebenslängliche Aufgabe ist es dann. Liebe Frau Jansen, Sie haben in Ihrem Vortrag ja auch ein bisschen gesagt, man sollte aus den alten Problemen auch lernen, also aus den alten Fehlern, besser gesagt nicht aus den alten Problemen, war jetzt freudscher Versprecher, sondern aus den alten Fehlern tatsächlich auch dann lernen. So,
Ihre Institution Prognos arbeitet ja schon seit 20 Jahren auch in diesem Themenfeld. Was sind für Sie so Hauptfehler und was wären, mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort auch an Herrn Bonin, auch ähnlich die Frage, wo sind Stellschrauben aus Ihrer Sicht, wo wir ran müssen? Jetzt haben wir es ein bisschen gehört, auf kommunaler Ebene, da ist es, ich brauche einen fitten, guten, super Bürgermeister, Bürgermeisterin, eine fitte Verwaltung. Wo sehen Sie es, wenn man es dann noch einmal von einer Art, ja, wie nicht sagen, Metaebene, aber dann noch mal etwas dann noch höher geht? Ich habe ja eben im Vortrag schon gesagt, dass die Kompetenzbündelung, die Vernetzung ein wichtiges Thema ist. Auch da eben, wir hatten das Stichwort Leadership, wäre es gut, eine starke Organisation zu haben, eben beispielsweise ein Ministerium, was auch Gesetzgebungskompetenz hat, was sich um die Themen Flucht, Teilhabe, Zuwanderung kümmert. Das geht um die humanitäre Zuwanderung, ebenso wie für die Fachkräfteanwerbung, von der ich eben gesprochen habe. Ganz konkret, beispielsweise gibt es fast schon Konkurrenzen, könnte ich sagen, zwischen Angeboten für junge Geflüchtete. Ich weiß, dass unsere Kollegen, die sich um Bildung kümmern, sagen, nicht immer erhält der Geflüchtete das Angebot, was er eigentlich wirklich braucht. Das heißt beispielsweise die Frage, komme ich in eine Maßnahme bei einem Jobcenter oder lande ich in einer Berufsschule, in einer beruflichen Schule, wo ich eine Qualifikation machen kann, die mich da in Ausbildung bringt, entscheidet sich manchmal danach, was schneller da ist oder wo er ankommt oder so. Und das ist auch ein Bund-Länder-Thema zum Beispiel. Oder die Fähigkeit, die Möglichkeit, dass berufliche Schulen, eine ganz konkrete Sache, unterjährig Klassen aufmachen können, wenn Flüchtlinge kommen, ja? Solche Dinge. Ja, dann ich freue mich natürlich, weil wir als Neue Deutsche Organisationen jetzt gerade bei unserem Bundeskongress, eine der Hauptforderungen, die wir gehabt haben, war tatsächlich ein Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt. So haben wir es dann genannt, wo dann alle Kompetenzen gebündelt wurden. Wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben auch gesagt, die ganzen Sicherheits-Asylrechtsgeschichten sollten dann auch in diesem Haus sein. Jetzt, lieber Herr Bonin, wenn Sie in Ihrem Vortrag, und ich habe da ein bisschen teilweise so in dieser Ecke, wo wir saßen, auch ein bisschen Stirnrunzeln gesehen, weil ich glaube, es war bei einigen dann tatsächlich so, dass Sie gesagt haben, es war Ihnen dann zu aus der Wirtschaftsbrille gesehen. Wenn Sie, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie eigentlich im Kern, können wir jedes Jahr 1,5 Millionen Geflüchtete locker aufnehmen. Wie erklären Sie das dann oder wo sind aus Ihrer Sicht, was muss ich drehen, damit das auch wirklich in die Köpfe hineinkommt? Also das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich gesagt, dass es also sehr darauf noch ankommt. Mehr als 1,5. Nein, also es hängt sehr davon ab. Also wenn wir jetzt rein von der wirtschaftlichen Seite uns angucken, wie wir damit umgehen und wie wir das Integrationsproblem lösen, ist rein auf dem Arbeitsmarkt. Und dazu will ich was sagen. Also der entscheidende Schlüssel ist also neben der, also wir dürfen nicht nur an den Staat denken. Der entscheidende Schlüssel ist, da stehen die beiden Stichworte stehen da: Bildung und Arbeit. Und Bildung geht vor Arbeit, ja, sozusagen. Also um in Deutschland qualifizierte Beschäftigung annehmen zu können oder eine zu bekommen, muss man eben die entsprechende Qualifikation haben oder nachweisen können in irgendeiner Weise. Und wenn es um die langfristige Integrationsfrage geht, dann ist das ein entscheidender Schlüssel. Das ist auch etwas, was in der Vergangenheit einfach falsch gelaufen ist, weil wir, wenn wir über den Bildungs- oder den sehr zögerlichen Bildungsaufstieg, den die Migranten der zweiten und dritten Gastarbeitermigration gemacht haben, dann hat das auch was mit unseren grundlegenden Bildungsstrukturen zu tun. Das ist auch ein Schlüssel natürlich für die Frage der, was passiert jetzt mit den Geflüchteten. Da ist eine berufliche Qualifizierung ein ganz entscheidendes Element. Da kommt es auch um eine Frage von Anerkennung von Kompetenzen. Ich sage ganz bewusst Kompetenzen, nicht abschließend, weil wir eben vielen Fällen es mit informellen Kompetenzen zu tun haben, die doch wertvoll sind, wo wir gerade erst dabei sind, eine Diagnostik herzubekommen. Vor dem Zusammenhang ist es eine sehr gute Entwicklung. Man soll ja nicht sagen, das ist problematisch. Wir haben ja auch gelernt,
die Verzahnung, die wir jetzt haben zwischen BAMF und BA, die sich also personell ja auch ausdrückt, die ist nicht schlecht, weil auch die Bundesagentur, also erstens um diesen frühen Pfad hinzubringen, aber auch weil die Bundesagentur gelernt hat. Die Bundesagentur geht heute ganz anders um mit Probagen sozialer Teilhabe. Und die Frage, was macht man denn? Also auch im Bereich der Langzeitarbeitslosen machen wir heute andere Dinge, als wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und eine Dinge, die man da eben versuchen wird, ist ein frühes Profiling von Kompetenzen. Und auch eine frühe Planung dessen, wie machen wir denn Hilfen für den Flüchtling. Und da geht es nicht nur um die Sprachkurse oder um irgendwelche Fachkompetenzen, sondern auch darum, zusammen mit den Arbeitgebern tatsächlich am Arbeitsplatz Weiterbildung zu organisieren. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren begonnen haben, auch für Langzeitarbeitslose mit, naja, so leidlichen Erfolgen, aber wo wir in der Zukunft eben auch bei den Geflüchteten eben hingehen müssen. Und dafür müssen wir, damit das eben sich rechnet, einen Teil dieser Gelder, dieser Gewinne in die Hand nehmen, ja, die da möglich sind. Also die 30 Milliarden sollten eben, ja, fordere jetzt mal so ein bisschen Subventionen, Förderung am Arbeitsplatz von Arbeitgebern, die Geflüchtete einstellen und weiterqualifizieren. Das mögen wir nicht gerne hören, aber die Wirtschaft nur, wird die Arbeitsplätze nur dann in der ausreichenden Zahl schaffen, wenn wir tatsächlich ein bisschen nachhelfen. Vielen Dank. Genau, jetzt wurde applaudiert. Frau Hausmann wollte noch kurz, und dann gehen wir wirklich auch ins Publikum. Ich denke mal auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit, wenn Sie noch einmal kurz, Sie wollten sich alles darauf auch, genau. Alles richtig. Alles richtig, da sind gute erste Ansätze, aber dann vor Ort. Wir hatten wir haben dieses Jahr für die 5000 Flüchtlinge, die im gesamten Kreisgebiet leben, eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme mit 15 Plätzen. Also das ist die Realität. Die Strukturen, das klingt immer alles gut, das ist aber noch nicht wirklich angekommen. Und da müssen wir noch ganz schön dran ziehen. Und in Nordrhein-Westfalen geht es im Übrigen, dass wir internationale Klassen an den Berufskollegs unterjährig einrichten. Also die Bildungsfrage haben wir gut gelöst, aber die Arbeitsmarktfrage, da ist noch dran zu ziehen. Ich hatte jetzt kein Mikro mehr, aber jetzt ganz ehrlich, man muss jetzt ein bisschen schauen, weil wir hatten ja auch gesagt gehabt, dann wirklich auch zum Abschluss dieser anderthalbtägigen Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung, dass wir jetzt auch einfach nochmal die Möglichkeit geben wollen, auch nochmal ins Publikum, wenn Sie Fragen haben, dann einfach die auch nochmal zu stellen. Meine herzliche Bitte ist einfach nur so ein bisschen aus dieser Moderationserfahrung heraus, wenn Sie bitte wirklich sich bemühen, Fragen zu stellen und weil manchmal erlebt man es auch, dass Co-Referate dann einfach zum Panel geführt werden. Und das ist jetzt einfach aufgrund der fortgeschrittenen Stunde und der Wärme auf dem Podium, wäre das wirklich freundlich, wenn wir dann wirklich auf Fragen, die wir dann auch direkt kurz hier beantworten. Und wenn wir das hinbekommen, wäre das super. Jetzt sehe ich da eine Hand hochgehen, bei Ihnen und da. Dann wollen wir mal das auch so in der Reihenfolge machen. Da kommt ein Mikro zu Ihnen, genau. Derja Wieneschek heiße ich, bin Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich habe eigentlich eine Frage an alle, also oder wer auch immer möchte. Gut, wäre es an einen. Suchen Sie sich einen aus. Nee, ich stelle erst mal die Frage, da wird dann schon jemand. Mir geht es vor allem um die Frage, das kam jetzt noch nicht so richtig raus, an Möglichkeiten, wie Menschen, die nach Deutschland kommen, ihre Netzwerke, die sie schon meistens haben, bevor sie hierher kommen, hier auch nutzen dürfen. Und damit meine ich sowas wie Wohnen und aber auch sowas wie Arbeiten. Also es gibt einfach in meiner Erfahrung zumindest viele Menschen, die hierher kommen und schon genug Leute hier kennen und denen aber dann durch verschiedene Regelungen und Gesetze eben eigentlich verhindert wird, dass sie diese Netzwerke auch nutzen. Da hätte ich gerne eine Meinung oder Gegenbeispiel zu. Okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir nehmen die anderen beiden Fragen. Aber ich habe jetzt mitgenommen, dass Sie vor allem auch interessiert, wie kann man dann tatsächlich auch Geflüchteten es möglich machen, dann auch wirklich in einem sozialen Umfeld zu leben, was auch menschenwürdig ist, dass man das, was es schon gibt, auch dann auch weiter benutzen kann. Dann hatten Sie sich, glaube ich, gemeldet. Genau. Ich glaube, da kommt auch gleich eine Kollegin. Genau, Sarah, vielen Dank. Danke. Sie haben ja gesagt, besser eine späte und gut qualifizierte Beschäftigung als umgekehrt. Viele Flüchtlinge, die ankommen, stehen aber unter einem großen finanziellen Druck. Sie selbst und auch Ihre Familie sind hoch verschuldet, um überhaupt mal die Flucht zu bezahlen. Und dann müssen Sie in vielen Fällen auch die Familie ernähren. Wie kann das vereinbart werden, der Wunsch nach
Qualifikation und ja, Hilfe dabei, ihre Schulden abzubezahlen und die Familie zu unterstützen. Mhm. Okay, vielen Dank auch nochmal für die Frage. Und dann war die war eine Dame da hinten mit dem blauen T-Shirt. Hi, Trudy Rubin. I'm a columnist from the Philadelphia Inquirer newspaper. I'd like to ask how you think of training the many single young men who have come over. Is it possible to get them into training programs? If you could say a little bit more, given both the language problem and if they're young, they may not have skills. Vielen Dank. Also ich übersetze es jetzt einfach nochmal. Die Kollegin hat jetzt einfach nachgefragt, was das Panel jetzt hier dann tatsächlich, was sie denken darüber, ob es möglich ist, ich sage es jetzt mal etwas flapsig, junge alleinstehende Männer dann tatsächlich sowohl sprachlich und auch kulturell, wenn ich das richtig verstanden habe, wie sie es einschätzen, wie es mit der Integration um diese Gruppe dann bestellt ist. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn Sie... ich weiß nicht, ob ich Ihnen das jetzt zutraue. Jeder einmal kurz versucht nochmal diesen Nutzen von Netzwerken, den die Kollegin eben hatte, darauf nochmal einzugehen. Also inwieweit Geflüchtete dann tatsächlich auch ihre Netzwerke nutzen und vielleicht zu dem Punkt Qualifikation und wie schaffe ich es dann auch diese finanziellen Sachen, also auf der einen Seite die Leute zu dahin zu bringen, zu sagen, qualifiziert euch, das ist langfristig gut, aber kurzfristig müssen Sie eben Schulden bezahlen. Wollen Sie vielleicht, genau, dann muss ich immer mal, wenn Sie sich das teilen können, das wäre super, dann habe ich so eins. Also ich sage mal, die persönlichen Netzwerke leiden natürlich unter dem Verteilsystem, was es in Deutschland gibt und das können wir im Moment nicht ändern, erst in dem Moment, wo die Netzwerke, die sie haben, dazu führen, dass sie dann dort auch einen Job kriegen. Dann dürfen sie ja umziehen. Also sonst lässt sich das nicht lösen. Wir gehen auch damit so um, dass wir die vorhandenen Migranten-Selbstorganisationen, es gibt bei uns in der Region ungefähr 60 verschiedene Selbstorganisationen, natürlich auch empowern und sie mit den Flüchtlingen in Kontakt bringen und versuchen, die vorhandenen Netzwerke dann dafür auch zu stärken und zu nutzen. Ich finde, man darf das nicht so gegeneinander diskutieren. Job, schnell Geld verdienen und Qualifikation. Unseren Kindern sagen wir immer, ihr könnt auch in eurem Leben noch mal was anderes machen. Ihr müsst euch nicht fürs Leben entscheiden. Und deshalb muss man da viel stärker sie darin auch bestärken. Sagen, okay, wenn du jetzt schnell Geld verdienen willst, such dir einen Job, hol deine Familie nach. Wenn die Familie da ist, dann kannst du immer noch eine Lehre machen. Also ich würde da nicht immer so... Entweder oder. Es gibt abendliche Weiterbildung und viele Instrumente, die wir haben und die wir stärken müssen, um das sowohl als auch zu ermöglichen. Herr Jung, vielleicht, wenn Sie das Mikro gerade nochmal weitergeben, die Frage der Kollegin jetzt nach dem, wie schafft man es dann, gut, das ist immer eine Frage, aber ich nehme die Frage jetzt auf, praktisch auch junge Männer, die jetzt gering qualifiziert vielleicht sind, sprachlich auch nicht. Sehen Sie da eigentlich einen Unterschied, ob es jetzt ein junger Mann oder, ich weiß, worauf es zielt, ein junger Mann oder eine junge Frau ist? Sie es dann auch? Also, wenn wir bei dem Thema Arbeit, also welche Bedeutung hat das Thema Arbeit für eine vernünftige und gute Flüchtlingsintegration, würde ich sagen, das steht ziemlich weit oben. Und ich glaube, wir müssen uns ja nichts vormachen. Es ist unmöglich, sagen wir mal von morgens 8 bis abends 20 Uhr die deutsche Sprache zu lernen über die nächsten 3 Jahre und dann sich zu versuchen, auf einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Wir müssen das schon ein bisschen kombinieren, also auch Arbeit und Sprache ganz zwingend kombinieren und zwar im Betrieb. Und es gibt in Goslar, das ist vielleicht der Vorteil der kleinen Stadt, viele Unternehmer, die sagen, Mensch Jung, ich finde das ganz in Ordnung, was Sie da erzählen und jetzt möchte ich auch mithelfen. Jetzt bringen Sie mir mal so Flüchtlinge und dann geben wir da ein bisschen Gas. Die Bereitschaft ist hoch. Ich muss natürlich diesen Unternehmern auch die Möglichkeit geben, ja, wie soll ich denn sagen, subventioniert, wie ist das mit Befristung, wie ist das mit Mindestlohn, wie ist das mit all diesen großen Themen?
Dafür hat natürlich auch ein Unternehmer, da hat er ein bisschen Kummer, wenn er da 50 oder 100 Menschen beschäftigt. Das ist ja kein internationaler Konzern wie VW, wo du dafür deine Leute hast. Und da brauchen wir die richtigen Module und die richtige Hilfestellung, immer in dem Bewusstsein, und das wird mir auch heute Nachmittag hier nochmal ziemlich klar, lasst uns doch ein paar Euros kosten. Wir haben zu helfen, humanitäre Pflicht, ja, im Vergleich zu anderen Ausgaben, die wir tätigen, ist es ein Witz und wir sind reich genug. Also versuchen wir das auch irgendwo mit zu übersetzen, aber jetzt die Unternehmer nicht gleich mit, ja, dann nutzen die Flüchtlinge aus und so weiter, ja, und dann umgehen die den Mindestlohn, sondern praktisch auch den Unternehmern das Handwerkszeug einfach mitzugeben, denn die können tatsächlich viel gut machen und zum Gelingen beitragen. Das wäre jetzt eigentlich ein perfektes Schlusswort gewesen. Ne? Lass uns doch ein paar Euros in die Hand nehmen. Aber wir würden noch mal gerne eine Runde dann auch ins Publikum geben. Und jetzt sehe ich da hinten eine Wortmeldung, dort noch eine. Und dann ist es ein bisschen wie bei der Auktion. Dann nehmen wir die beiden Wortmeldungen noch und würden dann noch mal eine Abschlussrunde machen. Ja, ich knüpfe gerne an, was Herr Jung gesagt hat. Mein Name ist Kreisig, wir sind von der Refugee Academy. Wir machen genau das. Statt dass den ganzen Tag über Deutsch gelernt wird, sorgen wir dafür, dass Menschen, die mit Berufsausbildung hier angekommen sind, ihre Fachwissen in den Muttersprachen der Geflüchteten weitergeben können, sodass also quasi vormittags kann Deutsch gelernt werden und nachmittags gibt es Matheunterricht, Physikunterricht, Biologieunterricht durch entsprechende Muttersprachler. Und das ist jetzt ein entstehendes Netzwerk, sehr viele Volunteers, sehr viele geflüchtete Menschen auch dabei und wir freuen uns über Kooperationspartner und natürlich auch über Städte, die das Modell vielleicht übernehmen können. Gut, das war, denke ich, nochmal ein guter Hinweis auch gleich jetzt für den Ausklang. Herzlichen Dank auch dafür. Und dann gab es da noch eine Frage von der Dame. Genau, da ist auch das Mikro für Sie. Ja, Ina Kreisch ist mein Name. Also ich finde die Diskussion und auch die Veranstaltung also sehr, sehr gut. Ich habe eigentlich nur eine Anmerkung, also auch gerade, weil das Finanzielle hier also sehr stark thematisiert wurde. Und was mich persönlich ärgert, ist, dass also im Zuge der Bankenrettung vor einigen Jahren ohne irgendeine Diskussion in der Bevölkerung, ohne ein Wimpernzucken, sofort 460 Milliarden Euro locker gemacht worden sind. Und hier diskutiert man über also wesentlich kleinere Beträge. Und ich finde, da sollte man auch eigentlich das Selbstbewusstsein haben, wenn man also sagt, wir heißen die Leute willkommen, dass wir dafür auch Kosten tragen. Herzlichen Dank. Genau, auch das ist, vielen Dank auch nochmal, was ja auch dann eher eine Feststellung war, aber ich glaube auch eine sehr richtige, das hört man ja auch oft im Diskurs. Wenn ich Sie jetzt bitten dürfte, weil wir sind schon fast drüber, wenn ich Sie jetzt einfach nochmal bitten dürfte, aus dem, was wir jetzt gehört haben, hier auch besprochen haben, wenn jeder von Ihnen, vielleicht fangen wir mit Herrn Professor Bonin auch an, jeder nochmal so ein, zwei Sätze, tatsächlich dann ein, zwei Sätze auch dann nochmal, um das Ganze noch ein bisschen aus und vor allem auch Richtung Ausblick, das wäre super. Und ich nehme mir das Recht raus, dieses Mikro dann auch reinzugeben. Gut, ja, wir sollten, das Stichwort ist gefallen, also wir sollten Geld in die Hand nehmen, soziale Investitionen würden sich rechnen. Die Frage ist, warum passiert es nicht? Da gibt es durchaus einen starken Kampf zwischen den, sagen wir mal, Innenpolitikern und den Sozialpolitikern. Sozialpolitiker hätten gerne mehr Ressourcen und auch die Kommunen oder auch die Bundesagentur brauchen möglicherweise mehr Ressourcen, bekommen sie aber nicht, weil die Innenpolitiker nach wie vor auf der Abwehrhaltung sind und sagen, wenn es uns denn gelingt zu integrieren und wir erfolgreich investieren, dann zieht das zusätzliche Migranten nach sich. Solange man diesen Konflikt nicht auflöst und bei einer Bevölkerung, die eben mit Migration kann man keine Wahlen gewinnen, siehe gestern, ist es sehr schwierig, eben diese Ressourcen tatsächlich dahin zu lenken, wo sie der Volkswirtschaft gut täten. Dankeschön. Frau Jansen. Ich würde tatsächlich nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, auf das Kompetenzenbündeln und das Netzwerken abstellen. Es gibt ja seit langem schon die Feststellung und eigentlich einen Konsens, den wir schon lange haben. Wir sind ein Einwanderungsland, aber es bleibt eben häufig bei dieser Feststellung, aber nicht bei dem politischen Willen, das wirklich zu tun. Und für mich fängt das oben an, geht natürlich dann in die Fläche auch weiter, aber das wäre mir nochmal wichtig zu betonen. Herzlichen Dank. Ist auch für die Wirtschaft wichtig. Mhm, okay. Herr Jung, ihr wünscht dir was?
Ich würde mir wünschen, dass wir das Thema kommunale Ebene in Zukunft ein bisschen bei dem Thema Migration und Flüchtlinge ein bisschen differenzierter betrachten und dass die kommunale Ebene nicht immer nur mit Berlin und Hamburg oder München gemeint ist, sondern dass eben auch kleinere Städte da mal genauer angeschaut werden und tatsächlich stärker an dem Thema auch gearbeitet wird, wie können diese zu uns gekommenen Menschen tatsächlich eine tolle Chance auch für den ländlichen Raum, und damit meine ich so eine Stadt wie Goslar, natürlich den ländlichen Raum, die kleineren Städte auch sein. Das wäre mir wichtig. Herzlichen Dank. Jetzt weiß ich gar nicht, liebe Frau Hausmann, ob Ihnen jetzt Herr Jung schon eigentlich den Wunsch vorweggenommen hat, aber äußern Sie gerne auch Ihr. Hat er nicht, na gut. Ich würde gerne Frau Jansen noch ergänzen und sagen, wir hatten mal vor, ist bestimmt auch schon 10 Jahre her, den nationalen Integrationsplan. Da gab es den Versuch, eine nationale Strategie zum Thema Integration zu entwerfen, über alle, sag ich mal, Ebenen hinweg, mit Kommunen, NGOs, Bundesregierung, Ländern. Und ich glaube, wir brauchen eine Neuauflage eines nationalen Integrationsplans, der die Flüchtlingsthematik mitdenkt und mit strategisch aufgreift. Und das würde, glaube ich, viele dieser Vernetzungsthemen dann nochmal aufrufen und strategisch bearbeiten. Das wäre mein großer Wunsch, dass von hier so ein Impuls ausginge in diese Richtung. Gut, dann würde ich mir einfach mal die Freiheit als Moderatorin erlauben, auch mal einen Wunsch zu äußern. Und mein Wunsch wäre tatsächlich, dass wir hier irgendwann mal sitzen und das Wort Integration abgeschafft ist. Wir können gerne sprechen über integrationspolitische Maßnahmen, die natürlich man immer wieder braucht, wenn es neue Menschen gibt, die zu uns kommen. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, dass wir dann vielleicht beim nächsten Podium die Veranstaltung dann heißt, wie schaffen wir eine Gesellschaftspolitik für alle. Und insofern bedanke ich mich sehr, sehr herzlich hier bei meinen Gästen auf dem Podium und würde jetzt dann übergeben an praktisch den Gastgeber Mekonnen, dem wir diese Tagung dann auch zu verdanken haben, und bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und bei Ihnen. Dankeschön. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vielen Dank auch nochmal für das Abschlusspodium, was nochmal auch einiges zusammengefasst hat. In Ergänzung zu dem, was gesagt wurde und auch vorgestellt wurde, wollte ich gerne Frau Sibylle Hausmann und Dr. Oliver Jung, die auch Mitglieder der Kommission der Heinrich-Böll-Stiftung sind, Perspektiven für eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. Herrn Steenfeld, ehemaliger Leiter der UNHCR Deutschland, ist ebenfalls, sitzt im Publikum, aber auch ist auch Mitglied unserer Kommission. Und einige im Publikum hatte ich vorhin gesehen, die sind nicht mehr da. Also wir arbeiten, wir machen nicht nur Veranstaltungen, sondern wir arbeiten auch praktisch daran und versuchen, praktische politische Empfehlungen auch zu formulieren. Es geht auch darum, positiv zu formulieren, nicht nur zu kritisieren, nicht nur zu skandalisieren, was zu unserer Arbeit, zu Alltagsgeschäft auch gehört, dort, wo es anzuprangern gilt, anzuprangern, gleichzeitig aber auch konstruktive Vorschläge zu entwickeln. Und da helfen uns die Expertinnen und Experten. Angefangen haben wir bei dieser Veranstaltung mit dem großen auch Spannungsverhältnis, was existiert zwischen Verantwortung, Chancen, Herausforderungen. Und das letzte Podium hat sich auch nochmal mit einer weiteren Dimension von Political Leadership, von politischer Verantwortung, Entscheidungskompetenz nochmal beschäftigt, was sehr wichtig ist. Und ich würde wagen zu sagen, aus den vielen Debatten, die wir führen, die wir auch heute, gestern geführt haben, die wir auch morgen führen, die auch Deutschland spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg auch auszeichnet, als Land, was unglaublich große Mengen an
Geflüchteten, Vertriebenen aufgenommen hat und sie auch erfolgreich integriert hat. Wage ich zu sagen, Deutschland hat die Ressource, die Kraft und auch Leadership, aber wir brauchen noch mehr davon. Wir brauchen noch mehr die Mobilisierung der Ressourcen und der Kraft. Aber Deutschland hat auf jeden Fall die Ressource und auch die Ideen, das zu machen. Was wir brauchen, ist noch mehr Leadership. Was wir brauchen, ist noch mehr politische Bereitschaft, das zu bewältigen, was vor uns liegt. Viele der Studien, die vorgestellt worden sind, viele der Inhalte, die Ausstellungen werden verfügbar sein im Internet. Einige sind schon im Internet verfügbar. Und auch eine Dokumentation dieser Veranstaltung werden wir auch online stellen, sodass Sie nochmal auf einige Inhalte zurückgreifen können, aber auch diejenigen, die nicht da waren, auch die Möglichkeit haben, auf die Inhalte zurückzugreifen. Mein Dank gilt an alle meine Kolleginnen und Kollegen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Das sind sehr viele. Hier würde ich nur Unrecht tun, die einen zu nennen und andere zu vergessen. Deswegen, ich bedanke mich wirklich bei allen, die das ermöglicht haben. Ich bedanke mich bei dem Konferenzteam, die uns auch mit viel Engagement und tatkräftiger Arbeit auch unterstützt hat. Ich bedanke mich bei den Dolmetscherinnen und Dolmetschern, die hier 2 Tage lang eine hervorragende Arbeit gemacht haben. Ja, wir laden Sie zu einem kleinen Empfang, findet im Erdgeschoss statt. Sie sind herzlich willkommen, noch mal ein bisschen mit uns hier zu bleiben, auszutauschen, die Ausstellung, die draußen hängt, auch noch mal anzugucken. Und um 17 Uhr findet genauso wie gestern diese Tour durch Neukölln, Shifting Perspective, 1:1 Begegnung. Diejenigen, die angemeldet sind, sind wahrscheinlich schon informiert und auch informiert, wo das Treffen stattfindet und wann es losgeht. Vielen, vielen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben und kommen Sie wieder und wir werden einfach auch dranbleiben. Dankeschön. Applaus